Wir sind ein Berliner Startup im Umfeld des Innovation und Market Intelligence. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen, groß, klein, mittelständisch, bei der Digitalisierung, konkret beim digitalen Wissensarbeitsplatz von morgen, schon heute. Also allein schon die diesjährige Überschrift Digitalisierung, das ist ja nicht nur in aller Munde grundsätzlich überall auf der Welt, sondern auch der Anlass für das Treffen, unter anderem natürlich auch die Jahresmitgliederversammlung, aber Digitalisierung ist das Stichwort und da passen wir ja wie die Faust aufs Auge rein, würde ich sagen, mit unserem Ansatz. Wie würden Sie den Jahreskongress für andere Startups, Unternehmen kommentieren? Hat sich die Zeit bis jetzt gelohnt? Auf jeden Fall. Also ist ja jetzt schon der zweite Tag. Gestern hatten wir schon sehr viele interessante und auch wichtige Kontakte gemacht. Ich hatte die Möglichkeit zum Beispiel mit dem CEO von Siemens weltweit zu sprechen, unter anderem, hatte auch mal die Möglichkeit, Frau Merkel zu treffen, also nicht zu treffen, das wäre jetzt übertrieben, aber persönlich zu sehen und eine Rede von ihr zu genießen. Sehr spannend. Bei der gestrigen Abendveranstaltung war dann auch nochmal die Möglichkeit, in kleiner, wirklich persönlichen Runde Kontakte zu knüpfen. Also bisher top, aus Startup-Sicht perfekt. Sie kommen wieder? Auf jeden Fall.